20 und Nummer dazu berichtet, dass Grünwald Schwerin auch besser kann, als sie es hier zeigen. Das Hinspiel war Frankfurt ebenfalls 22 Tore. Und wir sind jetzt bei der zweiten Minute der zweiten Halbzeit. Ja, Benni hat eben noch mal ganz kurz einen Smalltalk gehalten mit der Schiedsrichterin. Hat noch mal darauf hingewiesen, dass sie halt so eine Würfe überhaupt nicht kann. Und dass man darauf achten sollte, zumindest beim Schlag gegen die Wurfhand und dementsprechend auch zu pfeifen hat. Ja, sehen wir Bewegung auf der Schweriner Bank. Jule Wenk macht sich da klar. Und das ist, denke ich, auch wichtig. Frankfurt Abwehr ist unheimlich aggressiv, unheimlich beweglich. Dadurch hat Schwerin wirklich riesengroße Probleme. Und auch da, wenn man mal die Lücke hatte, den ersten Abwehrspieler aussteigen lassen hat, steht ein zweiter, dritter parat und blockt die ganze Aktion wieder und aus. Passives Spiel angezeigt. Einwurf jetzt, passives Spiel bleibt und man hat die Möglichkeit zu stellen jetzt für Schwerin, weil man muss sich jetzt eine Möglichkeit nehmen, weil er hat nicht viel Zeit. Und dann muss der Ball aufs Tor. Jetzt alleine muss der Ball schon wieder aufs Tor. Ja, komm, komm, komm. Oh. Und man pfeift Foul von Jule Kluth. Ja gut, da muss Jule Grün, weil natürlich, sie hat den Ball am Kreis. Ist im Prinzip angenommen. Da muss sie sich durchtanken und darauf pochen, eigenen Erfolg zu haben und nicht den Ball noch mal raus in die Aufbaureihe zu spielen, nachdem das Zeitspiel ja, wie gesagt, schon angezeigt war. Und das Tor von Lisa Marie Preis. Ja, und sie trifft munter weiter. Sie steigt einfach gerade hoch aus drei Schritten, ohne viel Blink-Blink und wirft unheimlich geradlinig. Immer oben links, rechts in die Ecken. Das sollte aber auch jetzt langsam mal vom Torhüter gemerkt werden und auch dem mal wieder einen Ball rauszunehmen. Ja, zumindest das Tor von Jule Kluth. Aber auch das eigentlich unvorbereitet. Dich wirkt mir Jule Kluth nicht so frisch. Und der Treffer von Franziska Mau. Am momentan zieht sich ja jetzt mittlerweile über 35 Minuten hin. In der Abwehr klappt momentan bei Schwerin gar nichts. Wenn man eine Spielerin hat, die Ballführende, hat sie immer noch die Möglichkeit, den Ball weiterzuspielen und dadurch natürlich auch die Möglichkeit für Frankfurt immer wieder eins draufzulegen. Und wieder, es wird ihnen unheimlich leicht gemacht. Und da gibt es die zwei Minuten und das Tor zählt nicht. Und die gibt es für Franziska Mau und das ist bereits ihre zweite. Das ist jetzt auch wieder so eine Situation, wenn ich es weiß, zweimal zwei Minuten, dann muss ich natürlich darauf hinarbeiten, sie immer wieder in Konflikte ins 1-1 zu schicken, damit eventuell dort eine Schwächung in der Frankfurter Abwehr vorhanden sein kann. Aber da muss der Wille halt da sein bei der Spielerin. Oh, spiel doch nach außen, nach rechts, die rechte Seite ist offen. Ja, wenn die Künstler. Dann doch erfolgreich am Kreis mit dem siebten Treffer. Aber natürlich hast du recht, Marie Kinscher auf der rechten Außenseite völlig frei. Ja, natürlich. Frei kann man schon gar nicht mehr sagen. Da hätte ein Hubschrauber landen können. Und da muss der Ball hin. Warum immer die schwierigen Situationen nutzen? Und jetzt nochmal Anne Pöschel nochmal mit dem Fuß am Ball. Und Schwerin muss so langsam in Fahrt kommen. Schön gemacht von Felkel, Schröder und der Ball ist wieder weg. Auch da, Kerstin Felkel hat schon die Möglichkeit für einen freien Wurf, traut sich mittlerweile auch nicht mehr und gibt den Ball weiter nach außen. Und das ist natürlich unglücklich für Tini Schröder, hat einen etwas schlechteren Winkel dadurch, weil der Abwehrspieler verschiebt wieder raus. Ja, Lisa Marie Preis wird aus dem Spiel genommen. Und der Ball ist weg und der Ballbesitz für Grünwald Schwerin. Ja, jetzt ist Schwerin mit der kurzen Deckung auf die Nummer 28. Ja, Lisa Marie Preis. Genau. Und es scheint im ersten Moment Wirkung zu zeigen. Hoffen wir mal, dass es die nächsten 23 Minuten genauso der Fall sein kann. Ja, wir sehen das aber natürlich noch im Zuge der Überzahl für Schwerin. Da kommt Jule Kluth, Künstler rausgespielt, keine Möglichkeit für Schröder. Aber jetzt ist ein bisschen Bewegung im Spiel. Marie Kinscher, Tor! Genau das braucht Marie.
ein bisschen Platz, ein bisschen Glück und dann kann man sich auf sie verlassen und sie verlässt sich auf ihren Wurf, auf ihre Sprungkraft und das kann man viel, viel öfter machen, weil die Situation war jetzt öfter vorhanden, dass Marie Kintscher außen unheimlich frei steht, aber sie gar nicht mehr wirklich gesehen wird. Spielen wir mal zwei Kreis bei Frankfurt. Wieder aufgelöst, der zweite. Und das Tor über Außen von Manja Kelm. Siebter Treffer bereits. Man spielt jetzt noch nicht mehr die Manndeckung gegen Benzi Günzel noch in der ersten Halbzeit. Weil auch das eingetreten ist, worauf ich so ein bisschen gehofft habe, dass man aktiver wurde bei Spreen, wenn Günzel nicht mehr da ist, weil man mehr laufen muss. Ja, da ist natürlich Kerstin Felke jetzt gefordert. Aber da stehen drei Leute um den Kreis rum. Sie macht einen guten Job, der Jule Grünwald. Das ist klar. Sie wird mehrfach gedoppelt oder sogar mit drei Mann zugestellt. Aber spätestens da sollte sich dann auch für den Rückraum die Möglichkeit ergeben, gerade diese Situation zu nutzen. Aber momentan ist das noch nicht der Fall. Und ich denke mal, es wird auch wieder gleich das passive Spiel kommen. Und Felke scheitert an Lauersdorf. Man bleibt bei der Manndeckung, das war klasse geholt von Marie Kintscher. Und auch klasse weitergespielt. Und Freiburg für Spreen. Ja, die Frankfurterinnen sind unheimlich gut eingestellt in der Abwehr und machen Spreen das mittlerweile das Angriffsspiel seit 22 Minuten total schwer. Da muss man sicherlich nicht über Einzelleistungen gehen, sondern wirklich über den Teamerfolg, über die Teambewegung. Jetzt wird auch Benny langsam unglücklich in ihren Aktionen. Es muss was passieren. Sonst ist es hier in wenigen Minuten, denke ich mal, auch zu spät. Ja, es muss jetzt natürlich auch über die Abwehrleistung gehen. Und die Frankfurter sind nicht mehr so sicher. Und jetzt gibt es Freiwurf für Frankfurt. Zeigen auch sie ein bisschen Unsicherheit, aber das war klasse gespielt. Und der Lattentreffer an der Ball bei Christine Schröder. Und jetzt gleich der Wechsel zwischen Jule Kluth und Joda Wenk. Er hat schnell gespielt, da kam er noch nicht und jetzt der Wechsel. Ja, aber bevor es ihre letzte Aktion, jetzt Joda Wenk. Vielleicht kann sie dem Spiel positive Impulse geben. Das ist ein lustiges Wort, positive Impulse. Aber vielleicht ist es ja wirklich so. Ja, denn das braucht das Schweriner Spiel. Zumindest ist sie direkt da. Ja, das sah schon mal ganz gut aus. Wenn sie durchkommt und das Tor macht, ist sie natürlich riesig drinnen nach zweiter Schrittfehler. Durch Kerstin Felke. Frankfurt lässt es jetzt ein bisschen ruhiger angehen. Ja, natürlich, mit 8 Toren vor ihr. Sparen auf jeden Fall. Man hat Zeit. Und man hat ja auch gemerkt, dass es schwieriger wird jetzt gegen die Spariner Abwehr. Ja, deswegen wäre es eher zu denken gewesen, dass sie weiter über die erste und zweite Welle gehen. Aber wir haben immer noch Hoffnung, dass das Spiel hier kippen kann. Aber man sollte natürlich so eine Situation halt nutzen. Und jetzt gibt es die gelbe Karte gegen Lisa Marie Preis. Und den 7 Meter. Wendy Künzel, bisher ganz sicher vom 7 Meter. Punkt. Oh, das Tor ist verrückt. Das muss jetzt erstmal in Handarbeit wiederhergestellt werden. Ja, das Tor muss schon richtig stehen. Okay, Problem gelöst, Wendy Künzel.
beim 7 Meter gegen Lauersdorf. Und sie trifft sicher. Der sichere Rückhalt für ihre Mannschaft bisher. Alle 7 Meter verwandelt. Und auch der Ball ist weg. Ah, da war ist der Ball auch genauso schnell wieder weg. Für Schwerin und der Postentreffer und der Ball ist weg. Da hat Schwerin mächtig Glück und jetzt kommt Jennifer Kriegsmann für Christine Schröder. Und das spricht für großes Vertrauen, was der Trainer der Schwerinerin in seine junge Spielerin ausspricht. Wenn die Künzel, und es gibt erneut 7 Meter. Also du musst ihr die Chance geben, sie hat gegen den BVB ein sehr, sehr gutes Spiel hier gemacht. Hat, glaube ich, 4 Würfe gehabt, macht davon 3 Treffer. Also da hat sie für die kurze Spielzeit, die sie hatte gegen Dortmund, hat sie unheimlich präsent gewirkt. Und warum soll man auch ihr hier nicht die Chance zu geben, Möglichkeiten zu nutzen, erstmal Spielpraxis zu sammeln, um sie natürlich auch weiter in das Team reinzuarbeiten. Und dass sie es kann, hat sie ja uns schon bewiesen, ein, zwei Mal. Ja, und jetzt haben wir noch eine Verletzungsunterbrechung auf auf Frankfurter Seite. Die Spielerin bleibt da liegen. Und jetzt kommt auch das Tor. Es geht nochmal ums Tor. Das Tor ist immer noch nicht ganz fest. Die Schiedsrichterin hat nochmal darauf hingewiesen. Ja, der Schweriner Trainer geht das und währenddessen hoffen wir, dass es bei der Frankfurterin gleich weitergeht. Ich kann von hier aus leider nicht erkennen, wer da liegen geblieben ist. Aber es wird behandelt. Und sie humpelt, aber sie steht zumindest wieder. Caroline Groke. Schön zu sehen, dass sie zumindest wieder steht. Und hoffentlich keine schwere Verletzung. Dafür kommt jetzt Lisa Kelm in die Partie. Wendy Künzel. Sicher vom 7 Meter. 19 zu 25. Bereits der 9. Treffer in dieser Partie. Wo wäre Schwerin heute, wenn sie die Wendy nicht hätten? Fast die Hälfte aller Tore geworfen. Sie wären nicht annähernd dran, möchte ich da mal vermuten. Aber so ist das in einem Mannschaftssport. Da gehören alle Spielerinnen mit zu. Das gilt von so jungen Spielerinnen wie Jennifer Kriegsmann bis zu solch tragenden Figuren wie Wendy Künzel am heutigen Tag. Und da hat Kerstin Felker klasse den Ball geholt. Und der Ball auf Kriegsmann!